Nationaltheater München, 28. Oktober 1942. Unter der Leitung von Clemens Krauss, diesmal Dirigent und auch Librettist, wird die Oper Capriccio von Richard Strauss uraufgeführt. Der Zweite Weltkrieg tobte, die schrecklichsten Verbrechen ereigneten sich wöchentlich, täglich, stündlich. Eine in der Menschheitsgeschichte bis dato beispiellose Vernichtungsmaschinerie lief auf Hochtouren. Auch im Oberbayerischen ängstigte sich die Zivilbevölkerung mehr und mehr vor den üblicherweise nachts einsetzenden Bombenangriffen. Richard Strauss, ein Greis von 76 Jahren, zog sich in seinen Elfenbeinturm zurück, erörterte auf Notenpapier apolitische Luxusprobleme im Rahmen eines Konversationsstücks für Musik. Die Linie des Rosenkavaliers griff der Komponist für Capriccio wieder auf. Ein Tonfall des Abschieds durchdringt die Figur der Gräfin noch stärker als zuvor die der Marschallin. Capriccio war sein letztes Bühnenwerk. Strauss hat hier sein musikdramatisches Testament formuliert. Für das Libretto ging der erste Impuls von einer Salieri-Oper aus. Prima la musica, poi le parole. Erst die Musik, dann der Text. Nur ein paar Wochen vor Mozarts Figaro wurde diese Oper in Wien aus der Taufe gehoben. Und im 18. Jahrhundert ist auch die Handlung des Capriccio angesiedelt, wenngleich in Paris. Es geht um die Frage, ob die Musik innerhalb der Oper wichtiger ist als der Text oder umgekehrt. Wem gebührt der Vorrang? Pikanterweise werden die beiden elementaren Komponenten des Genres Oper, also Musik und Text, personifiziert durch einen Musiker und einen Dichter. Flamand und Olivier werben um ein und dieselbe Frau. Am Schluss bleibt es in der Schwebe, für welchen der beiden symbolträchtigen Verehrer die Gräfin sich entscheidet. Vielleicht wird es ja auch eine Ménage à trois.